Thomas Gottschalk, bei Wetten, dass, redet er mit Helene Fischer über Baby Nummer 2. Warum auch nicht? Wetten, dass, Moderator Thomas Gottschalk spricht bei seiner letzten Sendung das an, was viele Fans sich schon seit langem erhoffen. Kommt bald Baby Nummer 2 der Schlager-Ikone Helene Fischer zur Welt? Die Babybombe ist geplatzt. Neben zahlreichen Fauxpas bringt Wetten, dass Moderator Thomas Gottschalk ein entscheidendes Detail über Schlagerkönigin Helene Fischer in Erfahrung. Er spricht die weitere Babyplanung der Sängerin an und bekommt eine schlagfertige Antwort. Gibt es bald neuen Nachwuchs im Schlagerreich der Blondine? Seine letzte Show macht erneut gewaltige Schlagzeilen. Die letzte Folge der Kultsendung Wetten, das lief mehr oder weniger glatt über die Bühne. Star-Moderator Thomas Gottschalk verwechselte seine Sofagäste Matthias Schweighöfer und Sebastian Schweinsteiger und die Gesangseinlage von Helene Fischer und Shirin David erntete einen ordentlichen Shitstorm. Sie sollen mit Playback gesungen haben. Das kam bei den Fans der Sendung gar nicht gut an. Dann folgten heiße Diskussionen auf dem berühmten weißen Sofa. Dabei blieb ein Gespräch besonders im Hinterkopf der Zuschauer. Helene und ihr zweites Kind. Du kannst auch gleich erzählen, dass du wieder schwanger bist, wenn du möchtest, stichelt Gottschalk in Richtung der Schlager-Ikone Helene Fischer. Diese saß bei ihrem letzten Auftritt bei Wetten, dass, nämlich schwanger mit ihrem ersten Kind auf der Couch. Ne, jetzt ist noch alles fein, antwortete Helene selbstbewusst. Diese möchte ihr Privatleben weiterhin strikt vom Öffentlichen fernhalten. Dennoch versucht sie offen gegenüber den sozialen Medien zu sein und probiert sich den neuen Zeiten mehr anzupassen. Da holt sie sich dank ihres neuen Duetts mit Rapperin Shirin David hier und da mal ein wenig Rat ein. Auch wenn es kein neues Baby gibt, freuen sich Fans, mehr von ihrem Idol zu sehen.